Brautblatt, Brautblatt und Blaukraut, Blaukraut. Hallo, junges Mädchen. Ich bin der Vater von jemandem, der auf diese Schule geht. Ja, das bin ich. Dann erlaube mir, mich vorzustellen. Ich bin der Schauspieler Jake Hart. Aber du darfst mich Daddy nennen. Nein, das habe ich nicht vor. Wenn ich diese Tür durchschreite, wird Jake Hart sterben. Doch aus seiner Asche erhebt sich Enzo Lula Elena Chepper da Silva. Okay, hier ein paar Sachen, die Sie über mich wissen müssen. Ich habe kein Handy. Nein. Erzähl mir bloß nichts weiter über dich. Wieso nicht? Weil ich seit kurzem lizenzierter Impro-Schauspieler bin. Ach, nö. Das wird man nicht einfach so. Sowas kostet $4,000. Verstehe. Toll, aber wir haben Sie engagiert, um meinen Dad darzustellen. Also sollten Sie auch was über mich wissen. Diese Qualifikation bedeutet, dass ich alles improvisieren oder aus dem Stegreif reden darf. Nein. Um das zu schaffen, beginnt man fast jeden Satz mit Ja und. Danach sagt man, was einem so einfällt, egal ob sinnvoll ist oder nicht. Das ist ein bekloppter Plan. Ja, und genau so machen wir es. Chepper, komm rein! Mein Stichwort. Guten Abend. Sie sind Cheppers Dad? Ja und... Ich liebe diesen Sattel. Ist das wirklich dein Dad? Ja, das ist mein Daddy. Na gut, das reicht jetzt. Ja, und jetzt ist meine Tochter dran. Na los, Herzchen. Er ist noch warm. Ich passe. Und nenn mich nicht Herzchen. Ich habe das Gefühl, dass ich sie schon mal gesehen habe. Ja, und das mag daran liegen, dass meine Tochter und ich mal in einer Frühstücksflocken-Werbung waren. Was, echt? Nein. Ja, und wir können doch immer den Jingle singen. Tun wir das? Ja, und das werden wir jetzt auch tun. 5, 6, 7, 8. Verspürst du einmal Hunger? Tief in deinem Bäuchlein. Greif nach einer Schüssel. Handvoll mit Leckereien. Hilf mir. An diese Werbung erinnere ich mich. Echt jetzt? Okay, lasst uns den Elternabend beginnen, indem wir ein schönes Foto machen. Aber meine Eltern sind noch nicht da. Gut, dann stellen wir uns schon mal auf und sobald sie da sind, können wir dann das Bild machen. Okay, rück zusammen. Sie stehen hinten, Cowboy. Yeehaw! Deinen Vater hätte ich mir komplett anders vorgestellt. Ich mir auch, aber ehrlich gesagt, dachte ich, du hättest überhaupt keine Eltern. Ja, in meiner Vorstellung warst du diese Coole, die ganz alleine wohnt. In einem Vergnügungspark oder sowas. Ja. Aber der Typ ist wohl dein Dad. Irgendwie enttäuschend. Ja, und ich bin nicht nur Cheppers Dad, ich habe 10 weitere Kinder und einen Jet. Ihr habt einen Jet nur gemietet. Oh. Okay, wollen wir zuerst ein ganz Verrücktes machen? Drück einfach ab. Das wird funktionieren. Und die mit drauf. Einfach nur auf den Knopf drücken. Chepper? Oh. Nein! Wir sind spät dran, Schätzchen, aber du hast uns nie vom Elternabend erzählt. Oh, nenn mich nicht Schätzchen. Und das sind wirklich deine Eltern? Nein. Natürlich sind wir das. Wir haben nur vom Elternabend erfahren, weil wir in deinen Sachen rumgeschnüffelt haben. Ihr habt meine Sachen durchsucht? Wir lieben dich doch so sehr. So was machen alle Eltern. Ich mach das auch. Okay, Familientherapie könnt ihr später machen. Wir machen jetzt erstmal das Foto. Ich hätte die Familientherapie gern jetzt, weil das schon das 10. Mal war, dass du behauptest, wir existieren nicht. An deinem 4. Geburtstag, deinem 5. Okay, verstanden. Du kannst zählen. Und du kannst auch zählen auf unsere Liebe. Komm, Kuppenkuscheln, das ist was. Moment, warte eine Sekunde. Wenn das deine richtigen Eltern sind, wer ist der dann? Ja, irgendein Schauspieler, den du als dein Dad angeheuert hast? Ja, und ich mach meine Stunts selbst. Bis dann. Ab jetzt werde ich meine Stunts nicht mehr selber machen. Und? Erzählst du uns, wieso ein Schauspieler dein Dad gespielt hat? Nein, ich glaube nicht. Cool, aber mal im Ernst, der Mann ist durch ein Fenster gesprungen. Ja, wissen wir, ob es ihm gut geht? Er meinte, er macht seine Stunts selbst, aber es sah echt nicht danach aus. Können wir bitte das Thema wechseln? Warum? Weil mir meine Eltern peinlich sind, okay? Die ziehen sich an wie Trottel und sind so glücklich. Ja, ziemlich glücklich. Ja, sieht es aus. Aber manchmal überspringt das eine Generation. Das kommt vor. Ich will nicht, dass ihr mich deswegen auslacht. Shepper! Wir schämen uns alle für unsere Eltern. Wirklich? Ja, Mann, mein Vater fährt ein Pferd. Meine Mom hält noch meine Hand, wenn wir über die Straße gehen. Mein Vater war ein verantwortungsloser Wissenschaftler.